freue mich sehr, zu Ihnen zu sprechen hier auf dem Lugano-Meeting, dem 15. ICML in Lugano. Wie immer schönes Wetter und neue Daten zur CLL, auf die ich mich jetzt beschränken möchte, chronische lymphatische Leukämie. Die Behandlung ändert sich zurzeit durch mehrere neue Studien, die in den letzten 6 Monaten herausgekommen sind. Erste Neuerung, Ibrutinib, ist sehr, sehr gut in der ersten Linie der Behandlung im Vergleich zur Chemoimmuntherapie. Also hier wird zunehmend mit Ibrutinib behandelt werden können, speziell bei Patienten, die unmutiertes IGVH haben. Zweite große Entdeckung der letzten Monate oder neue Studie, CLL14. Hier ist die Tatsache, dass Venetoclax plus Obinutuzumab deutlich potenter ist als Clonbucil-Obinutuzumab. Neu, längeres progressionsfreies Überleben, tiefere Remissionen, ein weiterer Standard. Dritte neue Studie, CLL12, auch aus der CLL-Studiengruppe in Deutschland. In den frühen Stadien, Behandlung mit Ibrutinib bei Patienten mit hohem Risiko. Progressionsfreies Überleben ist verlängert, eventfreies Überleben ist verlängert, kein Überlebensvorteil. Watch and Wait bleibt noch der Standard, aber es bewegt sich auch in diesem Bereich. Zusammenfassung, große Neuerungen bei der CLL. Im Prinzip aufregende Zeiten für die Forscher auf diesem Gebiet, aber auch sehr viele positive Neuerungen für die Ärzte. Und Lymphoma Hub bringt Ihnen hier die neuesten Nachrichten. Bleiben Sie dran, schauen Sie auf die Website, wir zeigen Ihnen, was bei der CLL in den nächsten Jahren passiert.